Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu Attack of the B-Team. Ich bin hier in Tropikraft und in der normalen Welt sind noch Haigun und Marco. Yo. Ja. So, da habe ich schon mal mein erstes Opfer, nämlich ein... Alter, wie viel hat denn der Affe an Lebenspunkten? Eine Menge. Ah, Affe. Tot. Und ein Iguana. So, jetzt bin ich beides. Was habe ich da gekriegt? Iguana Scale. Das ist eine Schuppe. Alle englischen Wörter kenne ich dann auch wieder nicht. So, machen wir es wieder. So bad. Deshalb muss einfach ein Englischunterricht. Ganz klar. Tja, war schon in den USA und alles. Und diese geht's nach England. Bisschen kann ich schon. Echt? Mhm. Hä? Ich mag Warum schwimmt USA hier... Englisch mehr. Warum schwimmt hier ein Drache rum? Wollt ihr mich verarschen? Achso, wenn du so einen Vogel tötest, der da rumfliegt, kannst du nicht mit dem fliegen. Ach scheiße, es ist ja mein Drache. Ja, weil der steht nicht hier. Der ist Mist hier wie. Wohl gefolgt. Doch, der steht hier. Ich sehe ihn doch. Echt? Aber der ist... Der Feuerdrache. Ja, der Feuerdrache. Er hat einen Feuerdrachen. Der steht hier. This dragon doesn't follow your comments. Sehr seltsam. Also hier ist ein Drache, der rumbackt. Wie blöd. Und da und ist noch ein Drache, der rumbackt. Drache ist da. Gibt's in Tropikraft wilde Drachen? Noch nicht. Bin noch nie reingekommen. Warte. Ja, ich war im Singleplayer schon Tropikraft. Ich will dir nichts sagen, aber... Geht mal kurz durch das Tropikraft-Portal, bitte. Könnt ihr mir nächstes Mal auch alle Passwörter senden? Ja. Ah, ich bin hier. Aber und wo bist du? Schick's ihm bitte per Private Message, ne? Ich nehme noch auf. Ja. Ist mir schon klar. Ja, ich sehe da gerade einen Drachen, der einfach mal so durchs Wasser gefallen ist. Ich glaube, das ist... Der sieht aus wie meiner, ne? Und weiter hinten ist es einer, der so out... Hey, leben Drachen. Der kommt die ganze Zeit aus dem Wasser wie ein Fisch. Na, aber ich denke, das ist ganz einfach saumäßig verbuggt hier, glaube ich. Und hier ist noch ein anderer, der sieht nach... Achso! Ich glaube, so das... Ich glaube, das liegt daran, dass die Koordinaten sind gleich, aber die Dimension ist anders. Das ist irgendwie seltsam. Hallo, Dani! Dani? Ist der da? Ja, Stand User joined your channel. Aua, was hat mich letztes Mal gewissen? Ich schau kurz rein. Ja, Dani Minero. Okay. Der glaubt gerade noch ein kleines Problem oder so. Ein Problem schaut da. Ey, verpübsch. Und das? Ich sammle jetzt hier mal im Tropicraft Items. Items. Ja, was hattest du jetzt eigentlich gedacht, was wir an Baustoff nehmen aus Tropicraft, Marco? Danis Mikrofon ist deaktiviert. Ich würde sagen, wir nehmen Junk O'Head, das ist was hier aus dem Vulkan ist. Sieht recht gut aus. Ach. Ich ja, bin auch Stein. So, da gibt es so cooles Holz im Tropicraft. Aber. Habt ihr eine. Sowas. Habt ihr eine Ahnung, was die. Aquarien angeht, wie man die baut und so weiter. Aquarien? Weil es sollen eigentlich recht cool sein mit der Tropikraft-Fischle. Und könnte man da auch damit mitnehmen. Damit habe ich mich noch nicht beschäftigt. Na, dann schon mal was rausfinden können. Aber ich möchte jetzt eigentlich erstmal hier irgendwas Sinnvolles finden. Und fliege ich jetzt nicht weiter? Puh, danke. Was ist das? Squarehorn? Ja. Warum backen denn die ganzen Tiere hier so saumäßig rum? Ist irgendwie seltsam. Irgendwie sehr seltsam. Ich bin auch ein Tropicraft. Doch, ich bin das Portal nicht mehr und muss erstmal ein paar Kühe schlachten. Soll ich dir die Koordinaten geben? Egal, ich suche einfach Essen. Ich kann dir auch die Koordinaten geben. Okay. Hey Dani! Hi. Ich höre ihn irgendwie noch nicht.
Weil der ist schon wegen leise. Hört ihr mich? Ah, jetzt hören wir dich langsam. Ich drehe dich gerade wegen lauter. Dani, sag mal was. Hallo. Hallo. Ey, warum sind hier normale Villager? Also irgendwie... Also die Villager, die... Alles verbuggt. Mhm. Dani kommt schon auch in Tropicraft. Weiß ja nicht mal, was hier gerade los. Wir sind im Tropicraft. Ja. Alter, das ist ja heil. Habt ihr ein zweites Portal für... Ja, da ist rechts noch eins der Tropikraft. Aber das buggt rum, dass alles zu spät ist. Das ist echt nervtötend. Warte mal. Disconnect. Hallo? So. Dim, 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 dim. Und Tessa, hast du die IP ausgeblendet? Soweit ich weiß, keine Ahnung. Ich hab die bei mir immer auf Hidden. Alle IPs. Selbst wenn es sowieso alles gewitelistet. So. Achso, ja. Da passiert okay, nichts. Okay, ja, das... Der Chunk... Ah, der scheiß Steinmensch. Achso. Unpraktisch, da oben. Scheiß. Hä? Hey, was? Was? Wolltest du wissen, wie man so eine Easter Island Head killen kann? Mit der Spitzhacke. Ja. Hab schon den zweiten jetzt gekillt. Oh, ich bin im Wasser und bin ein Stein. Oh, ich wusste gar nicht, dass es geht. Hat er zugehört? Nee, nicht so genau. Was hast du gemeint? Verstanden. Ich hab gefragt, ob ich die darf, weil die ist da oben ganz schön unpraktisch. Was darfst? Wir haben nichts verstanden. Ob ich die Technik umbauen darf, weil die ist da oben ganz schön unpraktisch. Ja, ich wollte mal gucken, ob wir, wie wir es mit dem Haus überhaupt machen, dass wir die Technik dann da schön reinbauen. Wir haben es jetzt erstmal umgezogen, dass wir es bei uns wieder haben. Ja gut, ja. Aber irgendwie ist hier wirklich alles Wasser. Ist ja noch ja, fast das nichts. Ist bei manchen Karten. Ja, das ist ja immer zufallsgeneriert. Bei manchen ist da viel Land. Muss der Crescent haben. Was? Ich hab ihn. Habt ihr diese Automute-Funktion, dass wenn ihr zu leise seid, dass das Mikrofon abschaltet? Nein, ich weiß nicht. Aber Dani scheint es zu haben, weil bei ihm hackt es ab, wenn er leiser redet. Mhm. Genau gleich. Also, ich hab den Dings, also ich hab den Crescent Hammer. Ich finde kein Land, ne? Erbering? Kann ich gerade nicht, weil ich bin im Tropicraft. Ach, du killst gerade aus solche. Was sind das eigentlich für Unterwasserpflanzen? Nein. Ja, Scherz, ich war so cool, so hier zu sein. Das, Korallen. Was kriegt man da raus? Ach so, ja. Ach, stimmt, das steht da, ja. Schade. Koralle, Koralle, Koralle. Ich bin Makani. Ich bin Kaimi. Mach jetzt einfach einen anderen Crescent Hammer. Ja, von den Dingen kann man nie genug haben. Ich hab, glaube ich, eine... Nee, ist auch so eine kleine Insel. Die ist ja Ich würde aber sagen, kill nur einen Terra. Weil das ist ein bisschen blöd, wenn es keine mehr gibt. Ja, weil das andere sind auch noch die normalen Villager. Also ich glaube, dass hier irgendwie was mit der Generierung schiefgelaufen ist, ein bisschen. Ach ja, hier gibt's ja auch so eine coole Scale-Ding, so Scale-Rüssi. Gibt's hier auch. Ach, die. Eine Scale? Welche ist Scale. Das? Scale. Ach, Terra, du kannst sie nicht benutzen. Ich glaube nicht, dass Daniel das angemacht hat. Die Kokosnussgranate, ich weiß. Die ist so heftig. Ja, Dani, das musst du unbedingt in der Tropicraft Config machen. Nein, ich machen. Bin zu faul, um die ganzen Namen ein... Sind da nur drei Namen? Vier. Ja, aber und außerdem habe ich keine Ahnung, ob man die trennen muss, ob man Dallas eingeben muss, ob man die trennt und was dann für ein Zeichen dazwischen sein.
Komm jetzt mal an dieses blöde Holzdingchen hin. Mann. Ich nehme gerade Mahagoni mit. Der eine verkauft eine Music Disc. Oh, denn da ist so mit sexy. Mit der Welt genickt. Wie kriegt man überhaupt diese komischen Credits, um Sachen zu kaufen? Doch, keine Ahnung. Ach, den da ist so ein Tropic Creeper. Cool. So ein Tropic Creeper. Da sind zwei. Scheiße. Da sind zwei. Scheiße. Ah, ja. Nimm's mit, kann man immer brauchen. Du weißt nicht, was der gedroppt hat. Nichts. Zwei Scheiße. Eine Kokosnussgranate. Oder? Ist immer so. Alter, die spare ich mir so auf, bis der Dani das vielleicht mal macht. Aber vorsichtig mit dem Ding nicht in der Nähe von uns im Haus machen. Ah. Also irgendwie, mit der Weltgenerierung. Ja, irgendwie läuft Tropicraft nicht so gut. Die ganzen... Nein, ich meine, wenn ihr Weltgenerierung bei Attack of the Beat. Das aber gleich an rumzurücken, egal wie viel RAM. Achso. Nee, aber diese ganzen Viecher backen rum, dass alles zu spät ist und irgendwie... Kann man verhungern? Ja, eigentlich schon. Also nein, auf welchem Schwierigkeitsmodus ist das? Hart. Wow. Weiß man doch. Ach toll, aus Mahagoni kommt Jungle Wood. Super, das sieht hier ganz genauso aus. Hoppla, wegschmeißen wollte ich es trotzdem nicht. Dann bräuchte ich Essen. Ich sehe einen Haigun, ich habe 57 Karotten. Ich komm schon. Danke. Ich bin da die Fledermaus. So, also die Insel hat sich jetzt aber noch nicht so sonderlich rentiert. Dann fliege ich mal nach rechts. Guck mal, da liegen Karotten. Danke. Diese ganzen riesigen Dinos habe ich auch nicht gesehen. Kokosnussgranate. Ich brauche die nicht. Mehr Sprengstoff für mich. Weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich bin froh, dass hier nicht der Mortian Timor drauf ist. Oh, nee. Der ist aber auch so heftig. Einer meiner Lieblingsmods. Raus hier, so. Wenn man damit die ganze Welt kaputt machen kann. Ja, das ist ganz toll. Ich weiß. Man kann mit jedem Mod die ganze Welt kaputt machen. Ja, der Mod muss nur Scheiße geschrieben. Okay, Cäsar, Dani und Haigun, ich habe eine Idee. Wir nehmen einfach jetzt das Vulkangestein und Marble. Mit dem Vulkangestein hatte ich auch vor, eigentlich. Ja, ich weiß. Ist es das gleiche, was wir bei uns haben? Droppt sich auf dem Vulkan, oder? Droppt sich doch, gar nicht. Doch, das droppt schon. Ach, nein, das leckt nur. Ja. Ja, ihr generiert ja auch alle Welt. Aber es sieht schon cool aus, ich nehme da einfach mal was mit. Ich bin der Stegosaurus. Da kannst du aber spielen, das ist schwer damit zu laufen. Aber machen Stegosaurien eigentlich einen Move, wenn man sie schlägt? Machen die, ja, das machen die ziemlich alle. Einfach mal einen Kuhsound verpassen. Aber diese riesigen Dinos werde ich mir nicht ins Dingens-Inventar hier holen. Man sieht nichts mehr. Ich hatte dem auf einer Singleplayer-Welt. Na, das. Ist das ganze Menü dann fertig? Mann, jetzt leckt's. Ja, ihr generiert ja auch Welt. Der Cäsar, ich nicht. Der Cäsar macht es. Ich flieg nur langsam hin und höher. So viel generiere ich nicht. Aber ich will meine Insel haben, wo man Sachen bekommt. Und meinen fetten T-Rex zeigen und sowas. Ah, hier sieht es doch schon mal etwas besser aus. Die scheint ein bisschen größer zu sein. Gut, das habe ich schon mal gesagt, dann ist auch so eine kleine Bumsinsel. Das ist der dritte Vulkan. Also Vulkane haben sie recht gerne. Ich mag die auch. Jeden Stein dreimal abbauen. Der Haigun einfach da als Tropic Creeper rumläuft. So, die will ich aber auch mal haben. Ich bin gerade ein Ashen Hunter. Ja, ich sehe dich. Aber ich glaube, große Flächen hier zu finden ist gar nicht mal so einfach bei Tropicraft.
Warum bin ich jetzt abgestürzt? Danke. Ein Glück waren dann die vier Säbelzahntiger gestanden, wo ich runtergefallen bin. Nein. Da standen vier Säbelzahntiger, oder? Mhm. Nicht fünf. Was ist das? Das hab ich schon. Ich bin ja gerade am Sammeln der verschiedensten Tierarten. Alter, wir müssen einfach mal den ganzen Vulkan abfarmen. Das wäre so heftig. Überleg nur, was mit der Lava ist. Wie wollen wir die wegkriegen? Ja. Ist es nicht und? So, dass die Vulkane sogar ab und zu mal ausbrechen? Weiß ich nicht. Nicht, dass ich es wüsste. Habe ich nur irgendwo gelesen, kann auch sein, dass es Blödsinn war. Kann aber auch sein, dass es über den Naturkatastrophenmod ging. Nein, tut es nicht. Weil der bricht aus. Der Horror. Nein, fuck, ich bin in der Lava. Dann flieg raus. Mann. Ich hab schon einen Stack. Oh, Alter. Irgendwie. Lebst du noch? Ich hab nur. Ich hab 1,5 Stacks. Oh, zum Glück ist das so viel Wasser. Ui, was ist denn das? Oh, Junge. Alex, das ist ja ein riesiger Baum. Das ist ja cool. Und da ist eine Kiste mittendrin. Und da drin ist Tetch Bundle und eine Coconut Grenade. Ja, drei Granaten. Deshalb, wie wär's, wenn du dich nicht mal an vier Dings, nee, an eine Rakete zum Mars hinhockst? Wir machen hier Lava, seid mir. Ach, das ist ein bewohnter Baum. Und da ist ein Monster spawnen mit Ashen Hunters. Sind gar nicht so stark. Ja, aua. Hör auf mich zu hauen, sonst hau ich zurück. Ja, und der geht sogar unter Wasser, der Baum. Das war jetzt eine ganz, ganz blöde Idee, da runter zu schwimmen. Ah, blöde Strömung. Ja, ihr mich auch. Boah, jetzt reicht's. Geht's aus dem Maul? Mein Kanal ist aktiv, wenn man darauf sieht, dass ich da Daumen nach oben gebe. Man sieht nicht, wer das gemacht hat, aber man sieht klar die Sachen. Ne? Also, ich tue in der Früh immer zu Sahuls schauen. Ich stehe auf, nehme mein Handy, Headset rein, stecken und zu Sahuls schauen. Für mein Ernst. So muss der Tag beginnen. Bin ich voll dafür. Wirklich mein Ernst. Ja, das finde ich gut. Mir taugt das. Ah, da sind diese riesigen Viecher mit den langen Hälsen. Hallo. Würde ich nicht töten. Nee, mache ich auch nicht. Ach, jetzt bin ich so ein komischer Eschenhunter-Fuzzi. Der kann ja nicht fliegen. Ich bin nicht wundern, dass ich hier so rumhampel wie so ein Depp. Na komm. Oh ja. Terra, geh mal in dein Inventar, während du einer dieser Bewohner bist. Du wirst so. Sich, wenn man dann im Kreis den Auszeiger bewegt, dann bewegt sich auch die Mütze. Echt? Ja. Okay. Alles wird so kleine Kaki-Inseln, ohne hier so wirklich was zu finden. Nö, das ist glaub nur ein Bug bei dir. Bei mir tut sich da nichts. Achso, kann gut sein. Na gut, Freunde, ich würde sagen, diese Folge ist jetzt mal auch zu Ende. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und eine wunderschöne Woche. Und hoffe, ihr seid wieder dabei, wenn wir zu viert in Tropikraft rumhüpfen. Bis dahin, Servus, Lea. Ciao. Tschüss.